Episode 3: Die Eindringlinge. Hier! Wir sind hier unten! Hey! Jan! Er wird nicht langsamer! Ah! Alle festhalten! Alles okay. Ich glaube, wir sind sicher. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Alles wird gut. Beziehungsweise erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic Park The Game. Und alles wird gut. Was sollen wir tun? Der Absturz war übel. Alles wird gut. Wie geht's dir, Kleines? Ich will nach Hause. Ich weiß, Liebes. Ich auch. Alles wird gut. Versprochen. Naja, bin ich mir nicht so sicher. Mein Gott, sie versuchen, den Turm umzukippen. Schlaue kleine Viecher. Er wird standhalten. Das muss er. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Alles wird gut. Wie kommen wir hier runter? Der Absturz war übel. Erstmal der Absturz. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Wie kommen wir hier runter? Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzt. Für den Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussperren. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. Dieses bestimmt hat mir nicht gefallen. Wir schaffen es bestimmt. Schaffen wir es vielleicht. Okay, guck mal, wir können auch reden. Wie geht's dir, Kleines? Ich will nach Hause. Ich weiß, Liebes, ich auch. Alles wird gut. Versprochen. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Okay, wir können aber auch... Warum sollten wir nochmal nach oben? Wir machen erstmal den Hebel. So sollte es gehen. Und dann Butz. Bewegt sich nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn Sie mehr Gewicht einsetzen? Was, Sie meinen draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Das geht nicht gut. Leute, das geht nicht gut. Ich werde beim ersten Versuch 100% sterben, aber ich nehme es in Kauf. Liebes, ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin. Ich bin gleich unten. Sie klemmt wirklich. Oh nein. Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Sie lässt sich nicht ausfahren. Aber vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Das ist bestimmt vom Absturz. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Oh, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Okay. Dann haben wir ja Problem gefunden, warum wir jetzt da hoch können. Aber kleine, schlaue Viecher, diese Raptoren. Ist ja schlimm. Da, Stange. Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln. Aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Och, jetzt wird's wieder kompliziert. Sehen wir hier noch irgendwas? Nö. Okay. Strom abschalten. Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Das ist gar nicht so doof. Dann, do it. Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Ach du Scheiße, jetzt muss ich da im richtigen Moment anfassen. Ich hab's. So, na dann, zieh durch. Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich draufspringe. Wie soll ich sie dann allein freihebeln? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Direkt runter ins Maul von einem Raptor. Ich sehe es kommen.
Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Okay, Dr. Sorkin, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, verkackt. Verdammt, das war meine Schuld. Hab den Moment nicht richtig abgepasst. Oh, oh. Dad, was sollen wir tun? Nochmal, auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, Jess, warte. Nein. Lauf. Mir geht's gut, Dad. Ab geht er jetzt. Oh, wir haben Gold gekriegt, obwohl ich jetzt einmal verkackt habe. Jetzt sieh, Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Oh, oh. Ich komme. Dr. Sorkin, oh, beeilen Sie sich. Oh. Nun mache ich erst. Aus dem Weg. Ich springe. Och, die verletzt sich. Oh. Aber wir haben sie noch gefangen. Danke. Okay, bitteschön. Jetzt hoch und rüber. Hoch und rüber. Mir geht's gut. Oh, jetzt muss ich wieder so schnell drücken. Oh nein. Laufen Sie, Dr. Sorkin. Lauf. Do it. Hat die nicht gesagt, sie hat noch keinen gesehen, der es geschafft hat, vor einem Raptor wegzurennen? In der letzten Folge war das. Ich kann mich erinnern. Mache die Luke dicht! Harding, die Tür! Oh, der war schnell gedrückt, ey. Huh. Ging ja voll easy. Will ich springen? Tüh. Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, Amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Okay. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Der war richtig gut. Der war was für Kenner. So, wie lautet der Plan, was das Mädchen angeht? Wie ist sie rausgekommen? Hab sie mit dem Hintern voran rausgeschubst. Überrascht mich, dass du sie trotz Zeitnot gerettet hast, wenn man bedenkt, wie nett sie war. Wer sagt, dass ich sie gerettet habe? Wie lautet der Plan? Der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Guter Vielleicht Schnitt. Findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon zwei, Amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. So. Okay, dann gucken wir uns um. Verdammt, da waren alle unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Okay. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Erst gucken. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Du warst Sieht auch dabei. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Naja, gib mal hier. Zack. Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Da kann nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. Wenn denn keine Dinos kommen, Kollege Schnürschuh. Irgendwas finden wir doch noch irgendwo, bestimmt. Okay, dann nicht. Dann gehen wir zu ihr. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Geht's dir gut? Oscar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Okay. Finden wir sonst noch was? Oh, ihre geheime Lieferung. Die Embryos. Geheimnis gelüftet. Wow, Barbasol. Genauso eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Digi aufschrauben! Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer. Fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich. Bam.
Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Embryo. Oh oh. Oh oh. Oh oh. T-Rex verzieht sich. Verdammt, Oscar. Ich habe nur eine Hose dabei. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dinospuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in Ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Und was jetzt? Wie lautet der Plan? Wir versuchen, das Ding noch zu reißen. Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Das kriege ich hin. Mit meinen Flirtkünsten. Hau da ab, da sind Raptoren. Das kannst du nicht machen, Junge. Alter, die können Klinken öffnen. Dios mio. Sie können Türen öffnen. Holy shit. Der war knapp, ich hatte die Hand nicht an der Tastatur. Die riechen den doch. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Alter, ist viel zu schnell zum Drücken. Ja, die fressen dieses Parasaurus-Dings. Was passiert, wenn ich da drücke? Dann geht die Tür zu, oder? Komm, wir probieren das. Oh, ob das so schlau war? Go, go, go! Wir probieren es mal da lang. In der Hoffnung, dass ich jedes Mal richtig drücke und nicht abkomme. Boah, der war knapp. Gold, ja. Geht der jetzt auch rein, oder was? Gut, auch sperren wir die da drin einfach ein, zusammen mit den Raptoren. Boah, der dicke, weiße der Elefant im Porzellanladen. Dad, sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, Liebes. Wir sollten weitergehen. Nee, mach die Türe zu. Hey, du sollst sie zumachen, nicht da reingehen. Der geht jetzt da rein. Oh, ein Kompi, guck mal. Ist ja süß. Ay, Dios mio. Warum bin ich nicht tot? Sie ist jetzt wirklich da reingegangen. Sie haben mich zurückgelassen. Idiotas. Idiotas. Zumindest hat mich einer von denen da rausgeholt. Weiß nicht, ob ich dasselbe getan hätte. Hättest du nicht. Niemals, never hättest du das. So, dein Dings ist weg. Dein Rasierschaum. Verdammt. Wo ist die Dose? Punieta. Nein, nein, nein. Ah,
Suchen Sie das hier? Das gehört mir. Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Her damit! Sofort! Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zitteln! Aber man soll den Schaum vorm Benutzen gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich Ingen fragen? Vorher muss ich aber ganz kurz nochmal in die Einstellung. Weil mir der Spielsound jetzt doch nicht gefällt. So. So. Zurück. Weiter. Die gehört mir nicht. Das geht sie in Dreck an. Das ist eine schöne Antwort. Embryos, Vorsicht. Denkt ihr was Verrücktes aus? Oh ja, wollen wir das Verrückte hören? Komm, wir wollen das Verrückte hören. Das ist super. Die Dose gehörte meinem Geliebten. Er fiel im Kampf für die Silenische Revolution. Ich habe sonst nichts von ihm. Bitte geben Sie sie zurück. Wie süß. Ich fasse zusammen. Ihr marxistischer Revoluzzer-Freund hat es zu seiner obersten Priorität erklärt, sein Gesicht seidig glatt zu halten. Muss ein sehr sensibler Typ gewesen sein. Ich bin nicht blöd, Lady. Noch ein Versuch? Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sterben, wenn sie sie fallen lassen. Hören Sie, Yoder. Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Bevor der Deal kommt, muss ich nochmal in die Einstellung. Hört ihr das? Das ist jetzt so richtig Metallen, Blecher und dosig. Hier wird es einfach nur lauter. Okay. Klingt interessant. Reden Sie. Jetzt ist immer noch so Blecher und das gibt's doch nicht. Scheiß Soundbugs. Gibt's denn keine Kavallerie mehr? Das ist bestimmt scharf auf Geld. Bedroh ihn. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus. Okay. Sie sind wertvoll. Vielleicht ist er unterbezahlt. Ja, machen wir mal. Wie viel zahlt Ingen dafür, dass sie ihr Leben riskieren? Wie schnell werden sie wohl ersetzt, wenn sie ein Bein verlieren, sich den Rücken brechen und nicht länger aus Helikoptern springen hey, können? Das geht sie nichts an. Sie zahlen mir genug für das, was ich tue. Der ist unterbezahlt. Diese Embryos sind mehr als 1 Million wert. US-Dollar. Ich habe einen Käufer. Bringen Sie uns zu ihm und wir werden reich. Klar, als ob Ingen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Da hat er recht. Ingen klopft Ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache aus Ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Okay, reden Sie weiter. Okay. Aber mich nervt das, dass, Bitte! Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen! Mich nervt der Sound, aber das geht jetzt wahrscheinlich nicht weg. Okay, dann eben nicht. Muss ich meine Tochter erwähnen? Meines Volkes erzählen. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ghetto zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Kommen Sie, Billy. Die Besatzung ist gut. Und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat also was davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist, darum. Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda. Der Blick.